Herzlich willkommen auf meinem zweiten Kanal Bibi's Rex. Das ist euer Boy, der Big Boy Banner Boy. Und heute dreht sich alles um ein Comicband. Ja, das hat jetzt wahrscheinlich keiner erwartet. Jeder hat gedacht, ey, der Banner Boy stellt irgendeinen Horrorfilm vor oder so. Außer ihr habt natürlich den Titel vom Video gelesen. Aber tatsächlich möchte ich euch heute Druna vorstellen. Ja, und ihr seht hier Serpiri Collection. Dem einen oder anderen wird Serpiri ein Begriff sein. Jeder, der nicht weiß, wer Paolo Serpiri war, das war ein italienischer Comiczeichner oder ist ein italienischer Comiczeichner, denn er lebt immer noch 1944 in Venedig geboren und der hat diese wunderschöne Reihe ins Leben gerufen. Und in dieser Reihe geht es um, man hätte es sich denken können, um Druna. Druna lebt in einer postapokalyptischen Welt, die von Mutanten befallen ist. Die Mutanten sind ehemals Menschen gewesen, aber die sind von einer Seuche befallen. Diese Seuche sorgt dafür, dass die Mutanten eine unzubändigende sexuelle Lust entwickeln und ihre sexuellen Triebe nicht mehr unter Kontrolle haben. Und Druna hat einen Freund namens Shastar. Er mutiert am Anfang dieses Bandes langsam aber sicher zum Mutant. Und um das zu verhindern, also um die Seuche praktisch unwirksam zu machen, braucht man ein Serum. Und da die gute Druna ziemlich gut aussieht, weiß sie sich da natürlich zu helfen und prostituiert sich oder bietet sich praktisch anderen Männern an und versucht so etwas Gutes zu tun. Und ich habe mir das in der Sammlerecke gekauft und ich dachte mir erstmal so, yo, ja, kaufst du dir einfach mal, es hat 24 Euro gekostet, ist eigentlich für so ein Hardcover ein guter Preis. Und Leute, also erstmal ganz davon abgesehen, was da alles dargestellt wird, ich kann euch hier mal zeigen, die Zeichnungen sind wirklich unfassbar gut gemacht. Also Serpiri, der kann einfach zeichnen und es ist einfach scheißbrutal. Es ist wirklich erotisch, wenn man das so sagen kann. Das heißt, es wird viel nackte Haut gezeigt. Kann ich euch hier auf YouTube leider nicht zeigen, sonst wird dieses Video gesperrt. Und ich bekomme dann einen Strike oder sowas. Und ich muss euch wirklich sagen, ich gebe euch eine absolute Empfehlung. Und deshalb mache ich auch dieses Video. Yo, jetzt gibt es einen kleinen Zwischenfick von eurem Boy, dem Big Boy Banner Boy. Wenn mir gerade beim Schneiden aufgefallen ist, dass ich ein paar Sachen vergessen habe zu erwähnen. Nämlich, Druna ist ein Science-Fiction- und Fantasy-Comic. Das heißt, wenn ihr auf sowas steht, dann werdet ihr auf jeden Fall fündig. Außerdem gibt es zu der Reihe auch noch ein Videospiel. Das war mir selber auch nicht bewusst. Aber das ist 2001 für den PC erschienen. Und ja, wie soll ich sagen, es ist ein Adventure-Game sozusagen. Und wer auf solche Spiele steht, der wird auf jeden Fall auch fündig. Also die Grafik ist natürlich heute nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn ihr Druna-Fans seid oder jetzt die Comics wegen mir lest oder gelesen habt und denkt, yo, ich habe immer noch nicht genug Druna-Action gehabt, dann gönnt euch auf jeden Fall das Videospiel. Vielleicht hole ich mir das auch noch und dann können wir das vielleicht auf Twitch spielen. Außerdem seht ihr jetzt gerade im Hintergrund ein paar Comic-Ausschnitte. Das heißt, ihr wisst dann ungefähr, was euch erwartet. Also ich konnte natürlich nur Ausschnitte nehmen, wo man keine Brüste sieht. Also vor allem nicht die Brüste von Druna, weil, was soll ich sagen, YouTube macht da einfach den Hurensohn-Move. Und ihr könnt euch ja jetzt ein Bild machen, ob euch das interessiert. Die Bände kosten allesamt 24 Euro und sind über den Verlag Schreiber und Leser erschienen. Zuvor gab es auch eine Alpha-Version, die war aber stark gekürzt. Ich habe leider im Video erwähnt, dass die Version, die ich habe, gekürzt ist. Das ist allerdings falsch. Die Version, die ich habe, ist gänzlich ungekürzt. Das heißt, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt, dann bekommt ihr auch die ungekürzte Version. So, ich glaube, jetzt habe ich alles erwähnt, also geht's weiter im Video. Vielleicht ist ja der ein oder andere Morbus Gravis Experte in den Kommentaren, nämlich so heißt die Reihe, das ist nämlich nur Band 1 von Morbus Gravis. Es gibt auch noch einen Band 0, eine Nullnummer sozusagen, aber hier habe ich Band 1, mit dem solltet ihr auch einsteigen. Und am Anfang denkt ihr euch wahrscheinlich, ey, ich verstehe nur Bahnhof und so, aber das wird sich legen. Es lohnt sich wirklich. Also wenn ihr auf Gewalt, nackte Haut und Comics steht, holt euch die Morbus Gravis Teile. In diesem Sinne, das war eine ganz klare Empfehlung von mir. Eine Punktzahl brauche ich eigentlich nicht nennen. Also ich würde definitiv 9 von 10 Punkten geben. Und ja, das war's von mir, das war's von hier. Euer Boy, den Big Boy Banner Boy. Ja! Yeah.